1943 war ich 6 Jahre alt. Die Engländer sind nur nachts gekommen. Und dann haben wir gehört, wie die Bomber kamen. Und jeden Tag klang die Artillerie dann etwas näher, etwas lauter. Und wir haben abgesessen, da gesessen und haben gesagt, na, wie lange wird es diesmal dauern? Das macht mir ganz große Angst, weil die Situation sich wiederholt. Der Himmel weint und malt Bilder an die Scheiben, ihr altes Herz erinnert sich alleine. Sie hat gewarnt, erzählt und Reden geschrieben, dagegen gekämpft und gelebt. Denn heute, wenn sie einschläft, erlebt sie wieder 33. Immer wenn sie einschläft, erlebt sie wieder ihre Reise. Da kann man wirklich nur hoffen, dass die Rechtsradikalen nicht nochmal stärker werden. Ja, das ist Quatsch. Denn die AfD, die hat also keine Chance, heute hier was zu kriegen. Ich hoffe es jedenfalls. Ich sehe ein Volk, das eine Zukunft haben will. Wir sind das Volk. Was hier vor mir sitzt, ist ein Ausschnitt aus dem ganzen deutschen Volk, der Front und der Heimat. Stimmt das? Sie treffen bunten Farben, die vor ihr wehen. Und die Millionen Menschen Liebeslieder singen. Von bunten Fahnen statt kalt und grau, denn aus Panzern und Kanonen weiße Flaggen wehen, war alles zu spät. 45 im Sommer, da war ich 12 Jahre alt. Nun liegen sie da auf so einer Britsche und wissen, vorher war da vielleicht ein Pole oder ein Russe und der ist vielleicht tot. Als ich das erlebt habe, war ich so kaputt. Ich war so depressiv. Alles grau und ihre Augen werden eisig. Sie schreit es auf, bevor ihr Leben bald vorbei ist. Es darf ihr Leben, ich warne euch hier. Es ist schneller vorbei, als man denkt. Denn heute, wenn sie einschläft, wieder 33. Das Einzige, was vielleicht helfen könnte, meine Generation, einfach erzählen, was wir erlebt haben. Immer wenn sie einschläft, erlebt sie wieder alte Zeiten. Sie träumt von bunten Farben, die vor ihr wehen. Und die Millionen Menschen Liebeslieder singen. Von bunten Fahnen statt kaltem Grau, denn wenn aus Panzern und Kanonen weiße Flaggen wehen, war alles zu spät. Ich merke selber den Riesenunterschied zwischen ihrer Generation und meiner. Die heutige Jugend sind groß geworden in Überfluss und leben eigentlich von heute auf morgen oder nur für heute. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ankommt, ob Sie sich vorstellen können, wie das ist. Ja, im nächsten Moment klingt die Sirene und wir rennen in den Keller. Ist zu absurd. Sie träumt von bunten Fahnen, die vor ihr wehen. Und die Millionen Menschen Liebeslieder singen. Von bunten Fahnen statt kalt und grau, denn wenn aus Panzern und Kanonen weiße Flaggen wehen. Wenn ich die da höre von wegen, Deutschland ist groß und macht das für Deutschland und alle bla bla bla, macht das für Deutschland, waren Millionen Tote. Jeder Mensch, auch wenn wir ihn hassen, ist er ein Mensch. Ich würde jeden Feind verteidigen, wenn er ihm Unrecht wäre oder wenn sie ihm was antun würden. Sie treffen bunten Fahnen.